Und damit willkommen zu Paper Mario The Origami King. Ja, das Spiel kam, oder kommt besser gesagt, ist ja der gleiche Tag wie heute, am 17.07.2020 raus. Und wie man mich kennt, wenn ein großes neues Spiel von Nintendo rauskommt, dann bestelle ich das vor und versuche natürlich am selben Tag noch Videos dazu zu machen. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass es mein erstes Spiel der Paper Mario Reihe ist. Das heißt, ich habe noch nie vorher ein Paper Mario Spiel gespielt. Deswegen wird es für mich nochmal umso interessanter zu gucken, wie denn Paper Mario auf mich wirkt oder ob das wirklich was für mich ist. Und ich denke mal, mit diesem Game kann ich da gut gucken, ob mir das Game zusagt oder nicht. Und mehr kann ich es auch nicht mehr dazu sagen, weil wie gesagt, ich habe es ja schon mal in einem Community-Beitrag vor ein paar Tagen gesagt, dass es mein erstes Game der Reihe ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an, ohne groß zu reden. Mario Kart, oder was? Luigi und Mario. Ist das nicht toll, Bruderherz? Endlich machen wir mal wieder einen Ausflug zusammen. Das Kart fährt nicht von selbst und ich kann es kaum erwarten, Prinzessin Peach zu sehen. Ist auch schon viel zu lange her. Und auf dem Origami-Fest wäre sicherlich super lustig. Eine einzige große Party. Juhu! Okay, dann viel Spaß euch beiden. Ey, wie schön diese Welt aussieht, ne? Alles aus Papier. Wie gesagt, Paper Mario. Das sieht aber schön aus hier. Da hinten ist der Pilzpalast. Da werden wir Toad Town und da ist auch der Pilzpalast. Alles schön dekoriert mit Origami. Origami ist so eine Faltart von Papier, glaube ich. Boah, cool. Wo sind denn alle? Sind wir etwa zu spät? Mario, sehen wir uns noch einmal die Einladung an. Wann sollten wir denn hier sein? Keine Ahnung, ich guck mal kurz. Ich lade euch herzlich zum Origami-Fest in Toad Town ein. Es findet dieses Jahr am X'ten des O statt. Eure Peach. Mit diesem Datum kann ich sehr viel anfangen, Peach. Danke dafür. Die Party soll also heute steigen. Denkst du, die steckt noch in den Vorbereitungen? Wollen wir mal den Pilzpalast probieren? Vielleicht sind ja alle da drin. Ja, lass mal gucken, was da abgeht. Ach, diese Umweltverschmutzung. Sieht aber auch alles ein bisschen verstreut aus. Bisschen unordentlich. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Aber was? Erstmal zum Pilzpalast. Boah, der sieht echt geil aus. Da wären wir, der Pilzpalast. Jo, dann danke fürs Fahren. Ach, du kommst mit? Ich pack nur noch schnell das Kart, ja? Ich möchte ungern Geld für den Parkservice ausgeben. Okay, gute Entscheidung, denke ich mal. Wer weiß, wie teuer der ist. Richtig nice. Tut mir leid, dass du warten musstest. Gehen wir zur Prinzessin. Und jetzt geht's also los. Okay, wie es mir scheint, läuft das Game in 30 FPS. Kann ich schon springen? Ja, mit A, okay. Aber ey, wenn ein Game so schön aussieht, dann spielen die FPS auch keine Rolle. Gehen wir rein. Irgendwie gruselig hier, oder? Und warum sieht man irgendwo Toads? Mama mia, da habe ich doch gerade unser Geschenk im Kart vergessen. Ich gehe es mal ganz schnell holen. Ja, warum vergisst man ein Geschenk? Nein! Oh, fuck. Das könnte ein Problem werden jetzt. Das gefällt mir gar nicht.
Wie soll ich denn jetzt nach draußen kommen, wenn die Tür abgeschlossen ist? Also hier rechts ist ein Fenster. Nein, Spaß. Oh Gott. Keine Sorge, Mario. Ich weiß genau, was man in solchen Situationen macht. Mario, Hilfe bitten. Okay. Nun gut, ich werde einmal tief durchatmen und den Schlüssel zu der Tür suchen. Das würdest du doch auch machen, oder? Falls du Prinzessin Peach zuerst siehst, sag ihr, dass ich gleich da bin. Bis später dann. Okay, ciao Luigi. Let's go! Voll weird. Ich habe noch nie Paper Mario gespielt und auf einmal geht's los hier. Okay, wir gucken uns mal um, was das hier so für Buttons gibt. Gibt also das Menü. Es gibt Items. Aber da ist wahrscheinlich alles leer bei uns jetzt. Ausrüstung haben wir Stiefel. Ganz normale Stiefel zum Springen auf ganz normale Gegner. Okay, das ist wahrscheinlich... Gibt es mehrere Waffen hier, auch Hämmer und so. Karte haben wir nicht, Info haben wir auch nicht. Ja, okay, gut. Dann sollen wir wohl erstmal die Einleitung so ein bisschen machen. Oh, es geht schon weiter. Gibt es hier irgendwelche... Secrets? Nee, okay. Ah, Mario. Peach, Sah Peach nicht anders aus? In Paper Mario? Wie schön, dich zu sehen. Beantworte mir eins. Findest du nicht auch, dass das Pilzkönigreich entfaltet und zu neuem Glanz erneut gefaltet werden sollte? Also neu entfalten ist... Ja. Und die Toads, sollte man sie nicht für alle Ewigkeit zum Schweigen bringen? Warum? Nein. Hör auf. Die Toads sind... Mir gefällt das nicht, wo Mario da draufsteht. Das sieht ein bisschen obvious aus. Ich verstehe. Letzte Frage. Willst du vor mir einknicken und wie ich neu geboren werden? Nein. Was bist du für eine Psychotante, alter Peach? Was ist los mit dir? Falsche Antwort, richtige Antwort. Es spielt keine Rolle. Alle deine Antworten sind dünn wie Papier. Ha! Bombenprank! Flachwitz des Todes. Leb wohl. Was? Ich hab's gecallt! Ich hab's gecallt, dass da was passiert. Oh Mann. Mario! Spektakulärer Auftritt von dir, nichts zu meckern. Bist du auch wegen des Origami-Fests hier? Ich finde es eher einladend, dass man uns hier im Verlies warten lässt. Du hast König Bowser auch nicht gesehen, oder? Sieht ihm gar nicht ähnlich, uns hier einfach so hängen zu lassen. Ein Goomba. Boah, Mario, du bist auch hier? Super toll, ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ich meine, ich wollte schon immer mal gegen dich kämpfen. Klasse, das ist ja richtig doll aufregend. Ich habe schon Prinzessin Peach gesehen und dich jetzt auch noch. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir die Prinzessin anders vorgestellt habe. Nicht so eingeknickt irgendwie. Ja, ich habe sie ja auch anders in Erinnerung. Kommt mit uns. Was machen die Shy Guys hier unten? Oh, fein, was kommt als nächstes? Ich habe noch nie einen Toad gesehen. Das ist doch ein Toad, oder? Nein, das ist ein Shy Guy. Warum geht ihr denn alle hinterher? Du nicht. Ach schade, hoffentlich musst du nicht so lange warten, Mario. Du wirst sicher auch mal einen Toad aus der Nähe sehen. Ach, dahin, da drin ist ein Toad, oder was? Hey, und ich, hallo! Ach man. Okay, was mache ich, um hier rauszukommen? Mario, bist du das? Wer spricht da? Ich brauche deine Hilfe. Ich bin an einem ganz merkwürdigen Ort. Hier ist es eng und dunkel. So als wäre ich zwischen den Dimensionen gefangen. Ist es auch nicht unangenehm oder so, aber jetzt würde ich doch ganz gern wieder raus hier. Wenn du also nett wärst... Hä? Wir haben Hammer bekommen. Lol. Wenn man den nicht einsammelt, schwierig. Kann ich den jetzt irgendwie einsetzen? Items. Warte mal. Ich hab den...
Oder ist das so ein komisches Fight-Ding? Ich glaube schon. Ah, nee, mit B kann ich schlagen. Kann ich irgendwas kaputt machen hier? Ja, ich kann die kleinen Kisten kaputt machen. Und, oh, oh. Hallo? Gehst du etwa weg? Das klingt nämlich ganz so. Tu es nicht. Hilf mir lieber. Okay, warte, dann, okay, das kann ich nicht kaputt machen. Okay. Was ist das hier? Toll. Da leuchtet ja jetzt was. Ist es ein Faltkreis? Was ist denn ein Faltkreis? Eine Papierversion eines Schaltkreises oder was? Nochmal ganz langsam, um sicher zu gehen, leuchtet der Boden unter deinen Füßen? Ja. Dann ist es ein Faltkreis. Und jetzt musst du nur noch herausfinden, was man damit macht. Ah, das habe ich, glaube ich, im Trailer gesehen. Falt, ja, genau. Da muss man jetzt irgendwas machen mit den langen Armen, genau. Du hast es geschafft. Du hast die Macht der legendären Faltarme entfesselt. Meinst du, du könntest sie einsetzen, um mich hier rauszuholen? Lass doch mal die Wand ab, vielleicht findest du dabei etwas. Wenn die Arme außer Kontrolle nicht richtig zentriert sind, drücke R, um sie zurückzusetzen. Alright. Aber Bewegungssteuerung? Ah, das ist cool mit Bewegungssteuerung noch. Endlich, befreit aus dieser entsetzlichen Zwischenwelt. Das war nur hinter der Wand, du warst nicht in der Zwischenwelt. Ich meinte vorhin zwar, sie wäre ganz okay, aber das habe ich mir eigentlich nur eingeredet, um nicht in Panik zu geraten. Oh, das war nur diese Wand hier? Ja, das ist kein Zwischenuniversum. Du musst Mario sein. Ich heiße Olivia und jetzt willst du sicher alles über mich wissen und warum ich darin drin gefangen war. Ja, erzähl mal ein bisschen was. Nur haben wir im Moment leider gar keine Zeit dafür. Lass uns einen Weg herausfinden, bevor wir noch Falten kriegen. Die Jokes. Apropos Falten, mir hat ja nie jemand Füße gefaltet. Trägst du mich? Du kannst fliegen. Warum? Wa, hä? Okay. Dann jetzt hier, oder? Ich glaube, ich habe da gerade eine ziemlich gute Idee. Ich weiß nicht, ob meine Einfälle wirklich immer gut sind, aber ich teile sie auf jeden Fall gerne mit dir. Wenn du mal nicht weiter weißt, drücke einfach X und ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen. Ich bin sicher, wir werden ein tolles Team, auch wenn wir uns noch nicht lange kennen. Hihi. Okay, dann danke für deine Hilfe oder dein Angebot zur Hilfe. Also gut, dann schauen wir mal, wo wir hier eigentlich sind. Ah, definitiv im Schlossverlies. Ich war zwar überhaupt nur einmal in diesem Verlies, in einem Verlies, aber ich glaube, die riechen alle gleich muffig. Okay, worauf muss ich jetzt hier achten? Irgendwelche Gegner, die mich spotten können? Hey, Schluss damit! Hä? Okay, Moment, kann ich die Tür hier öffnen? Jawohl. Nee. Verriegelt. Okay, dann kurz erstmal nach rechts. Nach links. Okay, hier sind die anderen gerade hingegangen, denke ich. Ja, okay, dann gibt es hier wahrscheinlich nichts zu holen. Dann gehen wir mal nach rechts. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Was passiert da? Warte mal. Erstmal die Münzen mitnehmen. Alright. Bowser! Ich weiß schon, was ihr da mit meinen Schergen vorhabt, aber das könnt ihr gleich knicken. Ey, das war schon wieder ein Joke. Ey, was macht ihr da? Hört auf! Nee, nicht Goomba, Koopa! Was zur Hölle? Was hast du gesehen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Doch? Was zur Hölle passiert da? Das war der Letzte. Oh, scheiße. Was? Die sind alle aus Origami. Fehlt nur noch der mit dem Bart. Oh nein, mich kriegt ihr nicht. Vielleicht reicht die Zeit damit, damit ich kurz... Ich kann nicht lesen. Vielleicht reicht die Zeit, damit ich das kurz erkläre.
Diese Gestalten da, die so einen geknickten Eindruck machen, nennt man Fallschergen. Oder Scheigeis. Ich möchte keine Panik auslösen, doch sie sind super gefährlich. Wir sollten versuchen, sie zu vermeiden. Was glaubst du, was sie damit eigentlich gemeint haben? Du weißt schon. Das war der Letzte. Der Letzte was eigentlich? Kann ich nochmal untersuchen? Meine Schergen, ihr Monster! Wenn ich mich erst wieder auseinandergefaltet habe, werdet ihr dafür bezahlen. Okay, wir müssen definitiv, glaube ich, Bowser helfen. Was haben wir hier? Haben wir noch irgendwas? Nee, okay. Kann ich hier rein? Hier kann ich rein, perfekt. Alright, hallo. Mario, du bist auch hier? Worauf wartest du noch? Hol mich herunter. Selbst du weißt, dass man jemanden vom königlichen Geblüt nicht so schändlich behandelt. Königlich? Oh, schön dich kennenzulernen. Sind in deinem Königreich alle Bewohner nur Gesichter? Ich habe auch einen Körper, der ist nur gerade sehr unbequem um sich selbst gefaltet. Das habe ich diesen geknickten Gestalten zu verdanken. Ich habe aber schon Schlimmeres erlebt. Aber das ist jetzt egal. Ich bin der größte, große König Bowser und ich verlange sofort, befreit und entfaltet zu werden. Du ein König? Du bist nur ein Stück Quadrat. So, Mario. Lass jetzt endlich deine unverschämte Begleiterin links liegen und hol mich hier runter. Bowser befiehlt es dir. Ich würde das Gleiche doch auch für dich tun. Du brauchst mich genauso wie ich dich. Gib's zu. Außerdem erzähle ich dir ein Geheimnis, wenn ich frei bin. Einem guten Geheimnis kann niemand widerstehen. Doch. Hey, jetzt lass mich hier nicht hängen. Hol mich runter. Okay, sorry. Achso, ich muss... Aua! Auf! Bleibt der jetzt so? Oh, ich dachte, ich entfalte mich einfach wieder auf. Pah, egal. Jetzt mal zum Geheimnis, das ich dir verraten wollte. Dieser Raum hat einen Geheimausgang. Ich habe gehört, wie sich diese Falznasen darüber unterhalten haben. Elende, faltige Nichtsnutze. Und jetzt beeil dich und such den Ausgang. Und wenn du von hier entkommst, darfst du mich vielleicht sogar mitnehmen. Ja, kannst auch hier bleiben, wenn du willst. Ciao. Münzen. Oh, nochmal sowas? Die Faltarme nochmal. Okay. Ah, hier. Man sieht es sogar. Okay, hab ich nicht gesehen. Siehst du? Hahaha. Wo wärst du ohne mich? Hey, du hast die Faltarme-Technik ja schon richtig gut drauf. Joa. Dankeschön. Okay, dann let's go. Was ist das denn? Achso. Ah, gespeichert? Hm? Na, das bedeutet wohl, dass dein Abenteuerfortschritt jetzt gesichert ist. Da bin ich aber erleichtert. Lass uns einfach immer schön speichern, wenn wir einen von diesen schillernden Blöcken sehen. In Ordnung? Ach ja, wenn du mal mit Plus das Menü aufrufst, findest du dort alle möglichen Sachen, die dir helfen können. Wenn du verschiedene Optionen ausprobieren möchtest oder nicht weiter weißt, schau einfach mal im Menü unter Optionen. Okay, danke. Okay, das ist also zum Speichern. Finde ich gut. Okay, die Kisten kann man nicht zerstören. Gibt es hier sonst noch was unten? Vielleicht irgendwie... Nee, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hoch. Ach, Bowser, schon... Jetzt schon erschöpft, oder was? Geht doch gar nicht. Kann ich mal ganz lesen, was der sagt, weil es so schnell wieder weg ist. So, was ist jetzt? Einfach den... Ah, okay. Manchmal ist es einfach einfach. Oh, wir sind außen. Endlich mal eine schönere Kulisse hier. Oh. Peach, hey, was geht ab? Du bist nicht die echte Peach. Du sollst nicht hier sein. Du weißt einfach nicht, wo dein Platz ist, Mario. Ich werde dafür sorgen, dass du mir niemals entkommen kannst. Peach, du bist einfach nicht du selbst gerade. Geduld, Prinzessin, es ist alles in Ordnung. Du bist also Mario, der Held, dem Prinzessin Peach so sehr vertraut, ja? Oh ja, du eignest dich perfekt. So schön glatt, klare Farben, ich sehe es förmlich vor mir.
Also, was meinst du? Nimmst du für die gute Sache ein paar Eselsohren in Kauf? Oder müssen wir knittrig werden? Schließt du dich uns an, ja oder nein? Warum sollte ich mich euch anschließen? Ihr seid verdammte Psychos. Ah, nichts anderes habe ich erwartet. Und um ehrlich zu sein, hätte ich es gar nicht anders haben wollen. Sieh dir die Prinzessin Peach mal gut an. So sieht sie viel besser aus, findest du nicht? Nein! Gib mir die alte Peach zurück. Ah, du brauchst gar nicht antworten. Bald schon wirst du selbst die Macht des Origami spüren. Falschergen, zeigt euch! Nein! Die Goombas! So einen Falschergen habe ich noch nie zuvor gesehen, Mario. Ist das einer von deinen flachen Papierfreunden? Jetzt werde ich niemals einen Toad sehen. Jetzt wird gefaltet. Okay, die erste Kampfsituation. Scharenschlacht. Oh nein, das ist dein erster Kampf gegen Falschergen, oder Mario? Diese armen Pappkameraden wurden zu Origami gefaltet, und zwar unwiderruflich. Aber so schlimm ist es auch. So schlimm es auch ist, du musst gegen sie kämpfen, sonst falten sie dich auch zu Origami. Ich würde dir helfen, aber mit meinen kleinen Ärmchen würde ich nicht viel ausrichten und ich will dir nicht im Weg stehen. Ich feuere dich an, aber das Kämpfen muss ich dir überlassen. Viel Glück, Mario. Okay, warte. Es gibt so ein Schiebesystem bei den Kämpfen. Man muss die Gegner erstmal richtig anordnen, damit man sie bekämpfen kann. Hast du das mitbekommen? Eben hieß es Scharenschlacht. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Scharen wovon? Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Konzentriere dich zuerst auf die Gegner, Mario. Apropos Gegner, du bist von hier von Falschergen umzingelt. Wo sind denn die anderen drei plötzlich hergekommen? Wenn die alle gleichzeitig angreifen, sieht es übel aus. Hey, ich habe da eine Idee. Wenn du es schaffst, alle vier in einer Reihe anzuordnen, kannst du sie bestimmt eine nach dem anderen Platz springen. Alright, jetzt muss ich nur gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Zum Glück können wir mit Hilfe dieser Ringe Gegner bewegen und sie umgruppieren. Also, wähle mit Hilfe von L den Ring aus, den du bewegen möchtest, und drücke dann A, um deine Auswahl zu bestätigen. Okay. Im Moment tanzt nur ein störrischer Goomba aus der Reihe. Schauen wir mal, ob wir ihn zu dem freien O bewegen können. So. Jetzt kannst du mit Hilfe von L den Ring so weit drehen, bis alle Goombas schön brav aufgereiht sind. Drücke dann A zum Bestätigen. Okay. So. Perfekt. Toll angeordnet. Angriffskraft erhöht. Juhu. Jetzt sind alle vier Goombas ordentlich aufgereiht. Wenn du Gegner so wie jetzt richtig anordnest, ist deine Angriffskraft 1,5 mal höher. 1,5 mal höher bedeutet konkret, lass es mich schnell durchrechnen. Na egal, deine Angriffe werden stärker. Also reihe die Gegner immer schön auf. Alles klar, gleich können wir diese Goombas plätten. Bist du nicht auch schon aufgeregt wie ich? Doch. Dann wähle mal mit R ein paar Stiefel aus und bestätige mit A. Okay. Stiefel. Ausführen. Mario tritt in Aktion. 1, 2, 3. Bam! Alle down. Das war ja unglaublich. Ich hatte hohe Erwartungen an meinen ersten Mario-Sprungangriff. Aber der war ja noch besser, als ich dachte. Du hast alle vier Goombas nur mit einem Sprungangriff außer Gefecht gesetzt. Siehst du, was ich meine? Gegner aufzureihen lohnt sich. Letzte... Oh, noch mehr? Oh, nein. Oh, da sind ja noch mehr. Bei manchen Kämpfen lauern anscheinend mehrere Scharen von Gegnern. Scharenschlacht kommt also nicht von ungefähr. Aber wenn letzte Schergenschar erscheint, ist es wohl fast schon geschafft. Halte durch, Mario. Diese Truppen sind ein bisschen anders angeordnet. Vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit für einen Hammerangriff. Ah ja, stimmt. Oh nein. Okay, da muss ich die erstmal wieder zurückschieben. Mit dem Hammer triffst du einen kürzeren, aber breiteren Bereich. Die mit O markierten Felder zeigen dir, wo der Hammer trifft. Ich wette, du kannst alle vier Falschschergen mit Hilfe der Ringe so anordnen, dass du sie erwischt. Alles wie gehabt. Mit L wählst du einen Ring aus und mit A bestätigst du das Ganze. Okay, dann nehmen wir den. Schieben die rüber. Du hast dich schön ordentlich angeordnet, dass dadurch auch deine Angriffskraft um 1,5 gestiegen ist. So, dann nehmen wir jetzt mal den Hammer. Bam. Und draufhauen, Mario. Wow.
Alter, geil. Hast du das gesehen? Plapp. Hey, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Plätten mit einem Mengenrabatt. Aber nur, wenn du die Gegner richtig angeordnet hast. Sprung- und Hammerangriffe haben jeweils ihre eigenen perfekten Anordnungen. Denk also gut darüber nach, wie du deine Gegner anordnest, wenn du deine Angriffe planst, ja? Ja, Cash, geil. Oh, 400 Münzen. Was? Krass, Alter. Das ist ja viel. Ja, weg mit euch. Na gut, du hast also deinen ersten Goomba besiegt. Bravo, ich kann dir versichern, dass es bei weitem nicht die gefährlichste Kreatur hier ist. Es ist wohl an der Zeit, dieser Farce ein Ende zu bereiten. Oh nein. Bruder! Nein, das kann nicht sein. Ich wollte nicht glauben, dass du dahinter steckst. Wie oft habe ich dich gebeten, aufzuhören? Bitte, du musst jetzt aufhören, und zwar jetzt. Warum konnte Mario dich nicht einfach in der Wand lassen, in die ich dich gesteckt habe? Schwesterherz, wenn du dich mir in den Weg stellst, kann ich dich nicht an meinem Ruhm teilhaben lassen, Familie hin oder her. Oh, und ganz nebenbei. Ich bin nicht länger Olli, dein Bruder. Ich bin König Olli. Wenn ich hier fertig bin, ist auch der letzte dieser erbärmlichen Toads säuberlich gefaltet. Und Bowsers mickrige Papierhandlanger werden mir als Fallschergen dienen. Ich werde die ganze Papierwelt nach meiner Wille beugen, falten und knicken. Zu einem neuen Origami-Königreich. Ach du Scheiße. Boah, Rettung in letzter Sekunde. Diesmal von einem richtigen Shy Guy. Und Bowser Juniors Luftschiff? Oh nein. Oh Gott. Nein, Luigi! Oh nein. Hilfe! Das Schloss hebt einfach ab. Oh Mann.